بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, ist: Was sagt der Islam zu Fragen, die in der Moderne aufkommen? Wie beispielsweise, was sagt der Islam zu künstlicher Befruchtung? Es wird heutzutage versucht, den Islam zu einer Religion zu machen wie alle anderen Religionen. Das heißt, es wird versucht zu vermitteln, der Islam sei eine alte Religion, dessen Quellen alt seien und der deswegen keine Antworten auf die Fragen der Moderne hat. Und dies sagt nur jemand, der entweder ein Lügner ist oder der kein wirkliches Wissen vom Islam hat. Denn der Islam, die Botschaft des Islam, die Quellen des Islam, ja, sind von Gott offenbart. Und Gott hat den Koran und die Sunna als die letzte Botschaft an die Menschheit offenbart. Und Gott wusste auch, was in der Zukunft passieren wird. Und deswegen hat Gott in diesem Koran und in der Sunna immer wieder Sachen offenbart, wodurch die Gelehrten der heutigen Zeit immer wieder Antworten auf Dinge, auf Fragestellungen der Moderne finden können. Und ich erläutere euch das mal kurz anhand der künstlichen Befruchtung. Gab es zur damaligen Zeit künstliche Befruchtung? Nein. So. Das heißt, wenn wir heute fragen, künstliche Befruchtung, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Prinzipiell gibt es im Islam eine Regel, dass in den Dunya-Angelegenheiten alles erlaubt ist, und das sind Prinzipien, die die Scharia legt, ja, die islamische Gesetzgebung, dass in den Dunya-Angelegenheiten alles erlaubt ist, bis es einen Beweis gibt, dass es verboten ist. Und dies geht unter anderem auch auf die Geschichte von Adam a.s. zurück. Ihm wurde alles verboten, außer der eine Baum. Das heißt, was die Dunya-Angelegenheiten angeht, ist alles verboten, bis es einen Beweis gibt, dass es alles erlaubt, bis es einen Beweis gibt, dass es verboten ist. Was die Ibadah-Angelegenheiten angeht, so ist alles verboten, bis es einen Beweis gibt, dass es erlaubt ist oder dass der Prophet a.s. gezeigt hat. Wie Beispiel, deswegen sagte der Prophet a.s. auch, Men amila amalan leysa alayhi amruna fahurat. Wer eine Tat macht, für die es von uns keinen Befehl gibt, und dies kann sowohl ein Befehl, ein Befehl sein in Form von Obligation, das heißt, dass es verpflichtend ist, oder ein Befehl im Sinne von erwünscht. Ja, das sind die zwei Arten von Befehl. So, das heißt, wenn jemand beispielsweise eine gottesdienstliche Tat macht, der fängt auf einmal an, auf diese Art und Weise zu beten oder zu tanzen und sagt, das ist Gottesdienst und das ist nicht erlaubt, dann ist das eine Erneuerung in der Religion. Der Islam ist nicht gegen Erneuerungen im Sinne von Technologie, ja, sondern der Islam ist gegen Erneuerungen in der religiösen Handlung und in der Akida des Islams. So, jetzt, künstliche Befruchtung. Gab es das damals? Das heißt, die Grundlage einer Sache in den Dunya-Angelegenheiten ist, dass sie erlaubt ist, bis wir einen Beweis finden, dass es verboten ist. Jetzt gehen wir zur künstlichen Befruchtung. Wann ist es erlaubt, wann ist es verboten? So, künstliche Befruchtung ist erstmal etwas, was dazu hilft, Leuten, die beispielsweise krank sind, ja, und die verheiratet sind, die keine Kinder kriegen können, aus dem einen oder anderen Grund, dass man ihnen hilft, ein Kind zu bekommen. Ja. Zum Beispiel, aus irgendeinem Grund ist der Samen zu schwach, um in die Eizelle einzudringen, beispielsweise. Auf irgendeinen Grund. Ja. So, was nimmt man? Man nimmt also die Eizelle und die Samenzelle und bringt das zusammen. Und man wird das zuerst künstlich aufbauen, beziehungsweise nistet das danach, diese Eizelle in der Gebärmutter ein, weil nachgeholfen werden muss. Solange die Eizelle und die Samenzelle von einem verheirateten Ehepaar sind, das heißt nicht die Eizelle von einer anderen Frau und nicht die Samenzelle von einer anderen Frau, so ist dies erlaubt. Nicht die Samenzelle von einem anderen Mann natürlich. Das heißt, nicht die Eizelle von einer anderen Frau und nicht die Samenzelle von einem anderen Mann, so ist es erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist beispielsweise, dass man die Samenzelle nimmt, die Frau will ein Kind haben, der Mann ist beispielsweise impotent, ja, und dann nimmt man die Samenzelle von einem anderen Mann. Weil dies ist eine Art von Unzucht. Das ist eine Art von Unzucht, weil sie nicht mit diesem Mann verheiratet ist. Das ist wieder zurückzuführen auf den Koranvers, dass die Unzucht verboten ist. Genauso ist es mit der Eizelle. Das heißt, die künstliche Befruchtung, um das nochmal zu sagen, ist so lange erlaubt, ja, wie Ei- und Samenzelle
vom Partner sind, vom Ehepartner. Was auch nicht erlaubt ist, ist das, was man heute zum Beispiel bei Homosexuellen sieht. Ja, jemand ist nicht verheiratet, ja, homosexuell, beispielsweise eine Frau, und die lässt sich dann auf einer Spermabank Samenzellen einsetzen, ja, weil sie ist mit diesem Mann nicht verheiratet, das ist nicht erlaubt. Das ist das, was man zu diesem Thema sagt. Und was ich hier sagen wollte, ist, wenn es um künstliche Befruchtung geht und solche Fragen, das, was ich hier nenne, sind erstmal allgemein über das Thema gesprochen. Allgemein. Wenn man jetzt wirklich vorhat, sich künstlich befruchten zu lassen, dann sollte man nochmal mit einem Imam oder mit einem Sheikh, sollte man nochmal über dieses Thema genau reden. Weil es immer wieder vorkommen kann, dass aus einer bestimmten Situation heraus noch Details vorkommen, auf die man zu achten hat. Und Details, die ich eventuell nicht genannt habe. Das heißt, das, was ich gerade beantwortet habe, ist eine allgemeine Beantwortung der Frage, ob künstliche Befruchtung erlaubt ist. Und ich habe gesagt, wie gesagt, unter den Bedingungen, dass Ei und Samenzelle halt vom Ehepartner sind, von dem jeweiligen Ehepartner sind, ja. Und in diesem Fall ist es erlaubt, ja. Weil es halt eine Hilfe ist, um das Ziel der Ehe auch Kinder zu erzeugen. Und das, was im Islam auch erwünscht ist, dass man viele Kinder bekommt, weil der Prophet, Friede und Segen, gesagt hat, Tazawwaju fa inni mukathirun bikum wal umam yawm al-qiyamah, heiratet, ich möchte mit eurer Anzahl, mit der Anzahl von euch die anderen Glaubensgemeinschaften am jüngsten Tag übertreffen. Ja, das ist ein Ziel. Und das ist eine gute Sache, das erwünscht im Islam. Und deswegen, wie gesagt, wenn man aber vorhat, künstliche Befruchtung durchzuführen, sollte man trotzdem nochmal für gewisse Details einen Scheich oder einen Imam oder was auch immer jemand, der wisst, an der Religion kontaktieren, um ihm genau zu erläutern, was dort passiert. Akulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.